Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge in Guild Wars 2. Mein Name ist Kubana und wir spielen die Story der Menschen. Wir sind in Folge 57. Ja, es ist unfassbar. Wir sind wirklich in Folge 57. Was mache ich eigentlich jetzt hier drin? Ich wollte hier bestimmt bloß durchlaufen, schätze ich. Eigentlich wollte ich natürlich... Nee, ich helfe dir jetzt nicht. Geht nicht. Der hat daneben gehauen. Das ist aber Pech für ihn. Warum laufe ich jetzt hier eigentlich durch? Was ist eigentlich mein Plan? Habe ich einen Plan? Oder ist es eher planlos? Ich habe zurzeit so eine komische Vermutung. Es könnte planlos sein. Denn, ja doch, hier hinter wollte ich nicht. Ist gar nicht planlos. Es ist voll im Plan sozusagen. Oh, bist. Das war jetzt auch mal sowas von bescheuert daneben. Ah, ein Alpha-Wolf. Wenigstens mal ordentlich fette Beute. Und ich habe wieder mal... Oh, nicht mal Nahrung an. Ey, das ist ja furchtbar. Eigentlich sollte ich noch kurz... Ja, bravo. Das ist. Ich sehe den Eber dort laufen und denke noch, der wird doch nicht etwa. Okay. Autsch! So eine Wildsau. Also, ich meine, es ist ja jetzt im das Wort ist gar nicht mal gelogen. Bevor der nächsten Waldeber hier auch noch mit reinzieht in das Ganze. Hin. So, und weiter geht's. Wir gehen jetzt hier erstmal durch. Und dann muss ich wieder ein bisschen Feuerwerk machen. Denn sonst kommen wir hier ja gar nicht vorwärts. So, hält wieder eine Stunde. Könnte eigentlich auch mal das anschalten. So ein Eber hält schon ganz schön was aus, ne? So, dann gehen wir mal da runter. Einmal Wurzelgemüse abgreifen. Mal Wespen töten. Und weiter geht's.
Ja, die Story der Menschen, es beschäftigt uns nach wie vor und wird uns auch noch eine Weile beschäftigen, denn wir sind ja A, noch lange nicht Level 80, da fehlt auch noch ein bisschen was und dann ist es ja immer noch nicht erledigt. Ne? Also dann haben wir ja immer noch eine ganze Reise vor uns. Das ist hier hinten der Donnerfels. Ach, und da ist die. Ich würde sagen, ich gehe aber trotzdem darüber. Besiegt den Champion, noch ein Champion, ja. Das Problem bei diesen Champions ist natürlich gerade in solchen Gegenden. Du bist meistens allein. Wieso schieße ich mir jetzt den goldenen Moa an? Da versehentlich Tab gedrückt, wo ich nicht hätte Tab drücken sollen. Ich glaube, so langsam muss ich mir dann auch, wenn die... Ich muss mir dann so langsam, glaube ich, auch handwerkstechnisch mal neue Sachen zulegen. Ich habe so den Eindruck... So ganz allmählich wird mein Zeug ein bisschen unbrauchbar. Also jetzt nicht sofort, aber ja, ein bisschen neueres Waffenset, ein bisschen neueres, ne, das wäre vielleicht mal angebracht. Das sage ich jetzt mal so vorsichtig. Aber erstmal verkaufen wir meinen Schrott. Da haben wir auch schon wieder ein bisschen Kupfer gemacht. Was sich natürlich am Ende auch in Silber bemerkbar macht bei der Menge Kupfer. Und da hätten wir hier... Was ist das? Seraphenabzeichen. Schwarzlöwenhandelsposten. Wow. Wo ist denn der Aussichtspunkt? Ach, falsche Richtung. Sag mal. So, heute ist aber bei mir auch ein bisschen der Wurm drin. Da oben ist der Aussichtspunkt. Da kommen wir doch hin. Falsche Taste. Ich wollte eigentlich das hier haben. Warum auch immer ich jetzt, naja, die falsche Taste gedrückt habe. Ja, ich habe mit der Maus gespielt. Das, manchmal sollte man das lassen und man sollte es lieber mit den Tasten machen. Aber schönes Panorama. Den Waypoint, da muss man jetzt hin. Ei, Spezialisierungen sind jetzt möglich, sowas. Machen wir erstmal hier noch die nächsten Punkte ausgeben. Und dann hätten wir hier die zweite, die wir machen könnten. Wir haben hier Schießkunst, Gefechtsbeherrschung oder Überleben in der Wildnis. Ich glaube, Gefechtsbeherrschung war doch eigentlich nicht ganz unwichtig. Das halte ich für eine gute Idee.
Da muss man erst noch lernen. Okay. Jo. Machen wir mal weiter. Wir können hier noch, was wir vorne im Herzchen sind, ein paar Punkte machen, so dass es reichen sollte. Die Abzeichen der Seraphen einsammeln, bringt ja dann auch noch mal was. Wenn ich mich recht entsinne, muss man die ja dann dort abgeben und kriegt dann auch noch mal ordentlich Zuwachs auf der Kiste. Wobei das jetzt schon zählt, was mich verwundert. Was? Aber ich habe doch diese Seraphenabzeichen auch hier. Ich mache ja. Hier ist mal wieder ganz schön voll. Ich muss mal die ganzen Beutel öffnen. Ich muss mal. Ah Gott. Ich bin ja voll im Stress. Da sind sie doch. Das kann man zerlegen, oder? Bessere Ernte sich lacht, du Schande, wo war ich denn da unterwegs? Wiederverwertbarer Gegenstand. Zack, 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 zack. So, dass wir da mal wegkommen von dem Zeug. Das hätten wir eigentlich auch verwenden können stattdessen. Naja. Was ist das denn? Wiederverwertbar. Jetzt nehmen wir aber das Richtige. Also ich würde denken, ich kann diese Seraphenzeichen noch abgeben und das gibt dann noch was beim Herzchen dazu. Bin ich mir ziemlich eigentlich sicher. Ich hole mal da drinnen noch gleich die Truhe. Wenn das die Seraphen schon besetzt halten hier, ist es natürlich sehr sinnvoll, dass wir die Truhe mitnehmen. Der Zeitpunkt kommen, da greifen die Zentauren wieder an. Upsa. So. Und dann, wo ist denn der Herzchenhändler? Da hinten. Oh Gott, das ist aber ganz schön weit weg. Ich würde sagen, wir töten den erstmal noch. Wenn wir die Zwiebeln mitnehmen können. Richtig unterbrochen. Und jetzt müssten doch die Seraphen. Das reicht nicht wahrscheinlich. Ja. Ach, aber fast. Fast hat's gereicht. Fast hätte es reichen können. Jo, dann gehen wir mal. Das ist ja auch eine wahnsinnig Festung, ey. Echt wahr. Ach, das reicht jetzt.
Nein. Ah, ein kleines bisschen fehlt noch da. Das ist das, was noch fehlt. Würde ich sagen. Und dann haben wir das Herzchen auch voll. Oder? Nee. Ist das die Möglichkeit? So kurz vor. Jetzt aber. Das wäre ihr Preis gewesen. Ja, da ist es. Und das gibt wieder ordentlich Punkte. Jawohl, so muss es sein. Wir sind ja schon 45 und werden 46. Und das hoffentlich in der nächsten Folge. Bis dahin, euer Kubaner. Ciao.